der Ort Königstein in der Sächsischen Schweiz. Für den Ort mit etwas mehr als 2200 Einwohnern ist der Tourismus einer der wesentlichen Wirtschaftsfaktoren. Verbunden mit Königstein ist auch die gleichnamige Festung, die mit ihren 9,5 Hektar hoch über der Stadt thront. Die Festung ist eines der größten Ausflugsziele im Freistaat Sachsen. Die wird jährlich von ca. 480.000 Besuchern besucht und damit ist natürlich auch der Tagestourismus bei uns eben das, womit die Leute hier ihr Geschäft machen. Königstein hat aber auch 130.000 Übernachtungen jährlich aufzuweisen, ist damit eine der übernachtungsstärksten Ortschaften in der Sächsischen Schweiz. Anziehungspunkt ist dabei unter anderem die traditionelle Schifferfasnacht. Der Erfolg im Tourismus resultiert auch aus Investitionen in die Infrastruktur und das Stadtmarketing. In Königstein gibt es deshalb schon lange Kofinanzierungsmöglichkeiten. Bedingt dadurch, dass wir die beiden Instrumente Tourismusabgabe und Fremdenverkehrsabgabe schon sehr frühzeitig, also 93, 94 eingeführt haben, haben wir damit natürlich auch eine Einnahme, die wir direkt wieder in den Tourismus, in die Betreuung unserer Gäste hier vor Ort, aber auch in das Stadtmarketing einsetzen können. Von der Bettensteuer hält Bürgermeister Frieder Hase wenig. Er verlässt sich auf die bewährten und vom Gesetzgeber vorgegebenen Möglichkeiten. Denn mit denen ist es möglich, die Servicequalität für den Gast zu erhöhen. Wir könnten es uns nicht leisten, eine Tourismusinformation vorzuhalten, wenn wir diese Instrumente nicht benutzen würden. Königstein setzt beide ein und das kommt am Ende nicht nur den Gästen, sondern auch den Königsteinern selbst zugute.